Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastel-K-Oase. Ja, ich habe mir überlegt, ich habe ja jetzt doch noch ein bisschen was übrig an meinen, ich habe ja einiges an Nuvo-Sachen. Und das Regal, ich muss euch mal kurz runternehmen, weil so von oben sieht man es nicht. Ich hatte mir dieses Regal ja vor, ich weiß gar nicht, wann ich das gebaut habe, aus Karton und Heißkleber zusammengebaut, so ein bisschen Used Look, sag ich mal. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Ich stelle das mal an die Seite. Moment. So. Und diese hier, das will ich halt unterkriegen. Also hauptsächlich sind hier Stone Drops drinne. Dream Drops und halt noch so ein bisschen anderer Kram, was ich mal ausprobieren wollte. Ich habe damals den Fehler gemacht, ich hatte die normalen gemessen und nicht die Stone Drops. Die Stone Drops sind ein bisschen vom Durchmesser ein bisschen größer als die normalen. Deswegen, ja, haben die nicht reingepasst und jetzt habe ich sowieso so viele mittlerweile, dass es sowieso nicht reinpasst. Also habe ich das zum Anlass genommen, dass ich euch zeige, wie ich das Regal gebaut habe. Und ich will es aber jetzt ein bisschen abwandeln. Ich will mir noch eine Schublade drunter bauen, weil ich die hier in die Schublade packen will. Also die will ich jetzt nicht und die hier auch, weil ich habe davon, von diesen großen, habe ich zwei Stück. Die sind so 5, 5,5 Zentimeter im Durchmesser. Da habe ich ja nur die zwei und dafür baue ich mir jetzt nicht extra ein Regal. Aber ich möchte es halt gerne alles an einer Stelle haben. So, ich habe mir als erstes mal, weil das erste Regal, was ich gebaut habe, habe ich so Pi mal Daumen gemacht. Ich habe jetzt aber schon mal ein bisschen rumgemessen, rumgerechnet und vorbereitet. Die Maße, die ich jetzt habe, die würde ich jetzt noch nicht an eurer Stelle. Also ich meine, ich kann sie euch zeigen, aber ich würde es an eurer Stelle noch nicht vorbereiten. Ich muss nämlich erst mal gucken, ob wir nach hinten raus da rauskommen, wo wir hinwollen. Also das normale Regal ist, glaube ich, kein Problem. Das sollte aufgehen mit meinen vorbereiteten Maßeinheiten, sage ich jetzt mal so. Die schreibe ich euch alle unten in die Infobox, weil ihr seht ja, es ist ein bisschen was zum Schneiden. Und ja, also ich schneide euch alles unten rein. Nein, ich schreibe euch alles unten rein. Und das mache ich ja dann erst im Anschluss, wenn ich gesehen habe, dass es passt. Weil ich glaube, bei der Schublade mit dem Schubkasten könnte ich mir vorstellen, dass es noch nicht ganz passt. Also, wir brauchen Karton. Ich habe hier immer noch eine Riesenkiste voll. Also das ist einfach. Natürlich gerade den halben rausgezogen. Das ist halt einfach so ein, ist ungefähr 5 mm stark. Das ist einfach Kartonpappe. Ihr müsst schon ein bisschen nach der Laufrichtung gucken. Also erkläre ich euch dann aber beim Zusammenkleben. Ich habe davon recht viele. Und für irgendwas muss ich die ja benutzen. Ja, die haben eigentlich alle die gleiche. Ich hatte nämlich auch schon welche, die sind quer gelaufen. Weil ihr biegt ja, wenn das biegt sich ja dann in die Laufrichtung quasi relativ einfach durch. Das heißt, erkläre ich später. Ist ja sonst doof. Also ihr braucht Pappe, Lineal, Cutter, was zum Anzeichnen, ganz wichtig, Heißklebepistole und noch Fuppla, viel wichtiger, ganz viele Heißklebepistolen. Ich weiß auch immer noch nicht, vielleicht wenn einer von euch das weiß. Warum gibt es solche gelblichen und es gibt auch diese klaren? Ich habe jetzt nämlich das Gefühl, dass die gelben besser kleben. Sehen halt nicht so toll aus. Da ich das Regal aber später eh streiche, werde ich jetzt mal meine ganzen gelben hier aufbrauchen. Davon habe ich nämlich noch jede Menge. Ich weiß nicht, ob die, je länger die liegen, vergilben. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich schon sehr lange. Weil, ja, und ich habe halt, letztes Mal hatte ich mir so eine Packung von denen hier gekauft. Ich habe das Gefühl, die kleben nicht. Oder die halten nicht, besser gesagt. Egal, das ist eigentlich schon alles, was ihr braucht.
Und ihr müsst ungefähr wissen, was ihr bauen wollt. Also ich hatte mir das folgendermaßen überlegt. Jetzt muss ich mal gucken, es flackert jetzt schon wieder so ein bisschen. Müsst ihr jetzt leider mit leben. Also ich habe jetzt insgesamt, also das hier kommt weg. Wie gesagt, das ist jetzt ein neues Projekt. Also eigentlich das Projekt hatte ich ja schon mal gemacht, so wie es hier ist. Aber ich will ja noch eine Schublade drunter machen. Ihr habt im Prinzip fünf von diesen Unterteilungen, nenne ich es jetzt mal. Die Stone Drops, ich habe mir das hier mal alles ausgemessen, was ich noch unterbringen muss. Habe das mal so grob zusammengerechnet und habe mir dementsprechend meine Einteilung gemacht. Also ich will jetzt hier unten Stone Drops und Dream Drops unterbringen. Da habe ich 3,7 cm pro Boden mir gemessen. Und weiter hinten sind es dann nur 3,5, weil ich... Was haben wir da eigentlich noch? Ach genau, das Schimmerpowder. Das hat nämlich, ist nicht ganz so breit vom Durchmesser. Und ja. Jetzt ist nur die Frage, wie erkläre ich es am besten? Ich habe jetzt die ganzen Sachen nämlich schon vorbereitet. Ich denke. Klebepistole, ey. So schön der Ständer ist, den ich mir gebaut habe für die Kamera, er ist mir permanent im Weg. So. Das ist quasi euer Regal in Rohform. Hier die Dinger wieder weglegen. So. Jetzt mal gucken, wie ich das hier am einfachsten mache, dass man es verstehen kann. Ich habe es nämlich auch alles beschriftet, damit ich nicht permanent suchen muss. So, also ihr habt im Prinzip eine Bodenplatte. Die ist 29,7 mal 21. Die ist deshalb. Okay, hinter mir wird es laut. Die ist deshalb. Also, das ist einfach das Format von der Platte. Und weil ich halt. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe 30 oder so von diesen Platten. Und ich wollte das halt bestmöglichst ausnutzen. Und wenn ich das in diese 5er-Einteilung mache, müsste ich eigentlich genau hinkommen. Wir werden sehen. So, dann habe ich quasi die Abteiler. Also die. Ach Gott. Ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wenn man Urlaub hat, ne? Das ist völlig Banane. Das bleibt halt leider auch nicht stehen. Also, ihr macht ja euch quasi Fächer. Hier müssen wir noch 3,7 abmessen. Die werden dann so festgeklebt. Das ist das Erste. Da muss man nichts weitermachen. Dann beim Zweiten, jetzt fällt es wieder um. Das wäre ja dann das Zweite. Da kommen dann die ersten. Wo sind sie? Die ersten Abstandshalter rein. Und da drauf kommt dann so ein Boden, dass ihr wie eine Treppe bekommt. Ach genau, das ist das Wort. Dass es halt wie eine Treppenstufe wird. Es soll ja aber auch nicht rausfallen. Deswegen, ne? So, hier passt es nämlich bequem drauf. Es soll ja nicht nach vorne rausfallen. An der Seite wird ja später auch noch verkleidet. Es ist jetzt halt ein bisschen schwer zu erklären, wenn man das alles festhalten muss. Deswegen würde ich einfach mal starten mit dem Festbapschen. Da kann ich das dann wahrscheinlich besser erklären. So, aber was ich ja gesagt hatte, das erste müssen wir uns abmessen, weil da gibt es ja keine Abstandshalter. Das ist ja quasi, da stehen die Flaschen ja auf dem Boden. Das heißt, ich klebe das erste auch davor. Das könnt ihr 3 bis 3,5 Zentimeter. Ich hatte jetzt gerade so ein Stück übrig. Das ist 3,5 Zentimeter. Das war mir jetzt wurscht. Ich klebe mir das jetzt da dran, auch wenn es eigentlich ein bisschen zu hoch ist. Aber da war ich jetzt faul. Da wollte ich jetzt nicht nochmal abschneiden. So, 3,7. 3,7. Also ihr müsst halt, ihr könnt euch auch nicht nur auf meine Maße verlassen. Es kommt ja auch darauf an, was wollt ihr unterbringen. Wenn ihr jetzt Nuvo-Drops unterbringen wollt. Die normalen Crystal Drops zum Beispiel reichen 3,2 ungefähr von der Breite.
Bei denen, wie gesagt, sind es 3,7, damit es passt. Und dann gibt es ja auch noch diese Mika-Mist-Sprays. Die sind, wie groß waren die? Ach nee, die waren 4, genau. Da braucht er etwa so 4,5, denke ich. Überlegt euch, was ihr unterbringen wollt. Es muss ja auch kein Nuvo sein. Es können ja zum Beispiel auch die hier sein, vom Action. Wobei die passen in so eine Aufbewahrung rein. Aber die könnte man jetzt, für die könnte man das auch machen. Oder. Es gibt ja verschiedene Varianten. So. Also ich zeichne mir das erste an. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Also wie gesagt, ihr findet alle Maße unten in der Infobox. Ich muss gucken, dass ich es einigermaßen verständlich erkläre. Weil, ja, es ist halt ein bisschen schwer zu erklären. Oh, wir haben auch schon 11 Minuten. Heieiei. Für nichts und wieder nichts. Ja. Also im Sinne von, ich habe noch nicht wirklich was zusammengeklebt. Jetzt habe ich extra alles vorgeschnitten, damit es schneller geht und dann, naja, ist egal. So, wir kleben uns jetzt die erste, die klebe ich davor, weil ich habe das ausgerechnet, die Breiten, die ich, es müsste knapp hinkommen, deswegen klebe ich das eine jetzt davor. Sicher ist sicher. So, mein Heißkleber sollte jetzt mittlerweile auch soweit sein, hoffe ich. Hoffe ich. Ja, es ist super, dass der das nicht so toll greift. Jetzt geht's. Es muss auch nicht super schön sein. Also, ich bin da. Ich will ja so ein bisschen so einen Used-Look, nenne ich es jetzt mal. Von daher, verbrennt euch nicht die Finger. Das ist so eine Sache, die mache ich ganz gerne. Ich habe hier zu wenig Platz auf dem Tisch. Es ist einfach Käse. So. Ich ziehe mir jetzt hier noch mal so eine Kante, habe aber festgestellt, ich mir hier kein Reststückchen hingelegt hatte. So. Ja, da ich es eh noch streiche, ist es nicht so schlimm, wenn das jetzt alles nicht ganz so hübsch ist, dass den Überstand, wenn da welcher ist, oder wenn auch noch ein paar Lücken sind, macht ruhig ordentlich drauf, dass es hält. Ihr könnt später mit dem Cutter alles noch begradigen. Mir ist es wichtig, dass es hält, weil je nachdem, je nachdem, wie viele Nuvos da letztendlich drin stehen, entsprechend schwer wird es halt auch. Meins hält eigentlich ganz gut. Ich habe es gar nicht erwartet, weil, wie gesagt, das erste war nicht großartig gemessen, einfach gemacht. Ja, ist jetzt natürlich blöd mit dem Ablegen. Ich hätte mir die Glasplatte drunter legen sollen. Ja, ich glaube, das mache ich mal schnell, aber das mache ich dann ohne Kamera. So, habe die Silikonmatte genommen. Die steht da eh gerade so schön im Weg rum. So, und dann im Prinzip wird jetzt nach und nach aufgebaut. Ich habe es halt so gewählt, dass quasi vorne der Steg, damit die Drops nicht rausfallen, 2 cm hoch ist. Das sind jetzt 5. Das ist aber deshalb, weil da kommt ja dann noch ein Abstandshalter rein. So. Moment, ich muss erstmal schnell. Hier so ein bisschen glatt machen, weil hinterher habt ihr sonst diese Bobbelchen. So, passt wunderbar rein. So, und jetzt kommen wir nämlich zu den Abstandshalter.
Die ersten habe ich 2 mal 3,7 und die kommen jetzt quasi an drei Stellen. Ich stelle es jetzt nur mal so hin, damit ich es kurz erklären kann. Weil ihr könnt es ja schlecht einfach in die Luft kleben. Das hält wahrscheinlich nicht. Also ich habe mir dann eben verschieden große Abstandshalter gemacht. Darauf kommt dann eben der nächste Boden. Und so geht es jetzt im Prinzip weiter. So wird es jetzt aufgebaut. Dann kommt der nächste Abstandshalter. Oh, ich habe hier einfach keinen Platz. I'm sorry. 4,5 mal 3,7. So. So, und dann. Oh, bleibt es stehen? Das ist natürlich super. Dann kann ich es nämlich mal einfach nur kurz erklären. Wo ist es? 3,7, genau hier. So. Es kann auch sein, dass gleich alles zusammenfällt, das ist aber nicht schlimm. Dann habe ich noch 7 mal 3,5, weil jetzt die nächsten zwei Böden sind ja 3,5 breit. Und die Wand sozusagen ist 10 cm hoch. Die Länge ist immer 29,7. Das habe ich einfach so gemacht, weil die Kartons so sind. So, gut, der bleibt jetzt wahrscheinlich nicht stehen. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück, drückt mir die Daumen. Oh je, nee. Wenn es gleich fällt. So. Und dann habe ich noch zwei. Das eine ist 12,5 und das andere 15. Und das ist dasselbe Prinzip. Und ja, es geht wahrscheinlich exakt auf. Oh Mann, ey. Die Echse, die donnert da hinten im Terrarium rum. Und die Abstandshalter für die letzte sind 9,5 mal 3,5. Die kommen dann da noch rein. Ihr kommt perfekt raus. Ja, und das muss man jetzt im Prinzip erstmal alles zusammenkleben. Dafür würde ich jetzt aber, glaube ich, Pause drücken. Beziehungsweise naja, 2, 3 Minuten haben wir noch. Dann mache ich mal kurz die kleinen noch mit euch zusammen, damit ihr seht, wie ich es meine. Also ihr klebt quasi einmal unten und einmal an der Seite. So. Unten und an der Seite. Ich messe mir das auch nicht ab. Das ist hier alles Pi mal Daumen. Wer es wirklich extrem ordentlich haben will, kann sich alle Teile, die man sieht, in Papier einschlagen, hat dann aber den Nachteil, ihr müsst mit der Klebepistole wirklich sauber kleben. Das ist was, das kriege ich nicht hin, das weiß ich, weil habe ich auch keine Lust zu, wenn ich ehrlich bin. Deswegen mache ich es nicht. So, und dann klebt ihr euch den Boden. Kann diese Echse mal aufhören? Terror, ich weiß nicht, ob man die hört. Das werde ich erst sehen, wenn ich mir das Video nochmal angucke. Die macht einen Terror da hinten. So. Dann wird das hier noch mit Kleber voll gemacht. Innen drin ist es mir sowieso wurscht, weil sieht man nicht. So, und dann gut dran drücken. Dran und aber auch runter gleichzeitig. Und diese Überstände, nehmt bitte nicht die Finger, das tut weh. So. Das mache ich nämlich ganz gerne. Ich mir denke, oh, da hängt was. Zack, ouch. Ihr wisst, ich mache die Fehler gerne für euch, damit ihr sie nicht machen müsst. So, ein bisschen zusammenhalten. So ist das Prinzip. Und für den Rest würde ich jetzt auf Pause drücken, beziehungsweise wir sind jetzt schon bei 19 Minuten. Das heißt, ich mache hier einen Cut. Und es gibt dann einfach einen zweiten Teil, vielleicht auch noch einen dritten. Ich weiß nicht, wie lange der Spaß dauert. Wir sehen uns dann im zweiten Teil. Bis gleich.